Es war der blanke Wahnsinn, was Dan Dreyer und Bob McClure vorhatten. Ach, lasst es sein, Jungs, bei dem Wetter über Loch Moria paddeln zu wollen. Mr. McBown, wir sind jung und kräftig. Das bisschen Wellen schaffen wir schon. Tja, bisschen Seegang. Man kann doch nicht mal das andere Ufer sehen. Sehen brauchen wir es auch nicht. Hauptsache, wir kommen drüben an. Oh, da habe ich meine Zweifel. Also die paar Wellen. Die Wellen alleine sind's nicht. Das bisschen Wind auch nicht. Ihr wisst, dass bei diesem Wetter das Ungeheuer von Loch Moria seine Opfer holt. Ja, ja, ja. Das ist nicht so lustig, wie ihr euch das vorstellt. Ach, keiner hat es je gesehen. Weil sie alle tot sind. Deshalb muss es nicht unwahr sein. Also wie ist das jetzt? Diskutieren wir oder paddeln wir los? Mr. McBown muss uns helfen, das Boot ins Wasser zu schieben. Er wird Angst haben, dass ihn das Ungeheuer schnappt. Ach, Unsinn. Am Ufer ist es noch nie aufgetaucht. Also helfen Sie uns. Ich helfe euch, aber ich wasche meine Hände in Unschuld. Anfassen und auf! Steigt ein, ich stoße euch ab. Ich steige vorne ein. Halt das Paddel gut fest! Red nicht so viel, steig ein! Achtung! Los! Danke, Mr. McBone! Ja, ja. Macht's gut, Boys! Machen wir! Tja. Machen wir. Wenn damit alle Gefahren zu überwinden wären. Ach. Kommt zurück! Kommt zurück! Eieieiei! Was mache ich bloß, ich alter Idiot? Ich helfe Ihnen auch noch. Auf dem See draußen jagte der Sturm ungehemmt über das freie Wasser und peitschte es hoch auf. Wir hätten lieber noch warten sollen. Ach, Quatsch. Wir sind doch gleich drüben. Woher willst du das wissen, dass wir gleich drüben sind? Es ist doch überhaupt kein Ufer mehr zu sehen. Das weiß ich halt. Und wenn uns der Wind in Längsrichtung abtreibt? Irgendwo ist der See auch mal zu Ende. Wenn wir nicht vorher abgesoffen sind. Ach, Quatsch, nicht so viel. Paddel lieber. Ich paddel doch wie verrückt. Wir müssten jetzt an der Stelle sein, wo das Ungeheuer immer aufgetaucht sein soll. Spotte nicht, sonst kommt es wirklich. Du wirst doch nicht an den Schwachsinn glauben. Es sind einige Boote spurlos verschwunden. Vor einigen hundert Jahren. Ach, verschwunden ist verschwunden. Bei den morschen Kähnen, die es damals gab, ist doch gar kein Wunder. Man nimmt an, dass der Count of Farragut nachgeholfen hat. Ja, mit einer Bombe. Aha, mit schwarzer Magie. Ach, die gibt's doch nicht. Wie du willst. Warum ruderst du nach rechts? Ich rudere nicht nach rechts. Hey! Bob! Ein Strudel! Paddel nach links rüber, schnell! Mach ich doch schon die ganze Zeit! Wir drehen uns! Paddel weiter! Hör nicht auf! Bob! Da kommt eine Totenhand aus dem Wasser! Hey! Er ist tot! Nein! Schlag doch drauf, Bob! Schlag doch! Er lässt nicht los! Hier! Ach, er hat mir das Paddel weggerissen! Da kommt noch eine grüne Hand! Au! Das sind ja menschliche Körper mit Fischköpfen! Bob! Hilf mir! Der wird nicht können! Die Leuchtpistole! Wo habe ich die Leuchtpistole? Hoffentlich hat man es gesehen! Denn! Denn! Das Boot geändert! Denn! Ich muss weg hier! Das Boot. Hier treibt ihr das Boot. Leah. Dan! Die grellrote Leuchtkugel war am anderen Ufer gesehen worden. Kurze Zeit später wurde Bob gerettet. Bewusstlos auf dem gekenterten Boot treibend.
verbrachte den Samstagabend bei meinem Freund Bill und seiner bezaubernden Frau Sheila. Ich fahre morgen nach Schottland. Ach, was willst du denn da, Bill? Ich soll da einen Artikel schreiben. Über Nessie? Nessie taucht doch erst in der sauren Gurkenzeit auf. Und die ist erst im Juli. Na, vielleicht gibt es in der Gegend noch andere Seeschlangen. Ja, wo zum Beispiel? Loch Morare. Das kenne ich nicht. Das heißt dem Namen auch schon. John, willst du nicht mitkommen? Ist doch nichts Ernstes. Nein, aber wir könnten einen drauf machen. Sag mal, Bill, worüber schreibst du denn wirklich? Hm? Ich schreibe über ein versunkenes Schiff. Ein versunkenes Schiff, das gehoben werden soll. Ist doch gar nicht dein Gebiet. Naja, ein Kollege ist krank geworden. Ach so. Das ist aber trotzdem interessant. Aber erst, wenn es gehoben ist, ne? Nein, wie es gesunken ist. So. Und wann war das? Das war vor ungefähr 700 Jahren. Gibt es noch alte Berichte? Sagen wir Bruchstücke. Und wie kam das? Es geht die Sage, dass ein Count of Ferrigard nachgeholfen hat. Und warum das? Es gab da ein paar lästige Verwandte, die auf diese Weise losgeworden ist. Immer dasselbe. Kleine Erbfolgeregelungen. Nicht nur. Später kam noch ein Boot dazu mit einem Haufen Sträflingen an Bord. Und die waren so gefährlich? Ja, schon möglich. Und ich weiß nicht warum, aber es wird von schwarzer Magie gemunkelt, von einem Seeungeheuer. Na, vielleicht erfährst du mehr. Wenn ich zurück bin, sage ich dir Bescheid. Ich bin sehr gespannt darauf, aber viel gespannter jetzt auf Sheilas Abendessen. Na, da wollen wir uns mal stärken für morgen.